Na komm, wir versuchen mal, ob wir an die Kiste rankommen. Irgendwie. Ach so, hinlaufen. Hm. Ist nichts drin. Da ist eine Tür aufgegangen mit Spinnies. Und noch eine Tür mit noch mehr Spinnies. Ich glaube, die sind zu klein, ja. Boah. Was für Hilfe? Na. Hallo. Hilfe. Hilfe. Ich glaube, Hilfe. Freund in Not, ich habe das Problem bekommen. Wenn ich neben dir stehe und Hilfe rufe. Ich habe einen Trophäe gekriegt. Toll. Die ist dann jetzt weg. Ich glaube, wir haben das instinktiv richtig gemacht. Dass wir nicht an die Dass Kiste wir nicht die Schatzkiste sind. Genommen haben. Hier sind noch zweimal Pistolenmunition. Weil das Spiel denkt sich nämlich, Leute, die gierig sind, die werden bestraft. Richtig. Und wir waren gerade gierig. Ja. Oh, die so. Jetzt nochmal hier. Der hier zeigt dahin. Das passt. Der hier muss gedreht werden. Ich gehe mal in die Dinger rein, wo die herkamen, ne? Ja. Hier ist noch ein Aufzug. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Nee. Vielleicht. Also da blinkt es auf jeden Fall auf der Karte. Ach so, dann müssen wir die Türen ja nicht mehr aufmachen. Die hatten wir ja schon. Oder meinst du, wir haben die Gegenstände jetzt nicht mehr? Ich glaube, wir haben die nicht mehr. Na gut, dann begib dich mal an einen Ort, wo ich dich mit dem Laserstrahl nicht treffen kann. Ich glaube, hinter dieser Säule. Ja, da müsste es sicher sein. So. Das hätten wir. Ach, guck mal, der Götze ist wieder da, ja. Also. Und der goldene Käfer auch. Dann. Bin ich hier? Wo bin ich hier? Bin ich da? Wo du bist da? Weil das Loot wollen wir ja schon mitnehmen, ne? Das stimmt. Dann nehme ich mal den Götzen mit. Rüste mal meine Pistole aus, weil hier kommen ja Spinnies und Schlangis. Ist dieses blaue Ding noch da? Muss ich das wieder abschießen? Nee, wahrscheinlich. Hilfe, oh. Hilfe. Wo bist du? Ich komm grad zu dir gelaufen. Schkamme! Schkamme! Schnitz! Die sterben so lustig, ey. So, ich war da hinten noch gar nicht fertig. Ach! Es war noch da. Ja, oder wieder. Oder wieder. So, da ich jetzt keinen Bock habe, hier auf von Schlangen angegriffen zu werden. Ein Ei. Das fresse ich direkt mal. Ich habe ein braunes Ei. Hey, ein braunes. Okay, da wo der. Da wo der Fahrstuhl ist, da muss reingeleuchtet werden. Okay. Was denn? Hm, haben wir doch. Hier ist noch Pistolenmunition, falls du die haben willst, gebrauchen kannst. Da, wo der Fahrstuhl ist, muss reingeleuchtet werden. Das mache ich nicht kaputt? Die komischen Totenschädel von den. Ach so, nee. Habe ich verpeilt. Okay, dann bleib du mal in dem Raum drin, dann drehe ich mal den entsprechenden Spiegel. In der Hoffnung, dass ich den jetzt nochmal finde. So.
Das ist der Spiegel hier. Und den müssen wir nach links drehen. Hab ich. Wunderschön. So, dann können wir da. Komm. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Nirgends. Ich komme hier nicht mehr raus. Du kannst doch einmal im Kreis. Ah, nee. Ich komme hier nicht mehr raus. Nu? Und nu musst du einen Spiegel drehen, damit das unterbrochen wird. Dann kann ich nämlich rauslaufen. Welchen nimmst du denn? Den da? Warte mal. Da kann ich mich aber nirgendwo verstecken. Wenn du den drehst, werde ich sterben. Ist das nicht, wenn ich alle drehe, wirst du sterben? Nee, wenn du den da drehst, kann ich mich zumindest hier hinten dran noch verstecken. Hoffe ich. Dreh den mal nach, von dir aus gesehen, rechts. Wo bleibt der denn jetzt so stehen? Ja, lass den mal so stehen. Und jetzt drehen wieder zurück. Das ist ja komisch. Wo ist denn so stehen geblieben? Ja, vielleicht damit du noch unbeschadet das Ding drehen kannst. Ich hab Angst. Guck mal, ich hab's bis hierhin geschafft. Kriegst du auch hin. Okay. Nochmal nach unten. Ich dachte, es ging wieder nach oben. Ja, nö. Oh, Licht am Ende des Tunnels. Survive underground. These are no ordinary flowers. Wait. Can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Hey! Die Umgebung hat mich sehr an Okami erinnert irgendwie. Beenden Sie das Kapitel 4.2. Wir haben schon wieder ziemlich lange gespielt. Aber deine Präzision ist deutlich besser geworden. Sie können die Akte Ndipaya im Archiv einsehen. Ndipaya. Sehr schön. Ja, ne? Dann gucken wir nochmal. Gesundheit, der kam mit Ankündigung. Alle Schätze verkauft. So, dann machen wir mal hier Upgrade. Pistole ist Maximum. Ich möchte gerne meine Waffe verbessern. Schrotgewehr ist Maximum. Yay! Meine Ratatat. Meine Ratatat ist voll aufgerüstet. Nett. Das hier kann ich nicht mehr verbessern. Nicht genug Geld. So, was mache ich habe kein Geld mehr. Was mache ich jetzt mit meinem Geld? Ach, du kannst deine Waffen nicht mehr upgraden? Nee.
Weil der Ratatat ist voll aufgerüstet und die Knifte, die kann ich nicht weitermachen. Ja, dann behältst du dein Geld und wir machen einfach weiter. Okay. Dann eben so. Dann gebe ich halt kein Geld aus. Ui, Kapitel 5.1. This is what Irving meant by answers. Not sure. But obviously there's a connection here with Umbrella. And that's never a good sign. So, hier aus dem... We can worry about this later. First we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Aus dem Loch sind wir ja gekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein blaues Emblem irgendwo ist. Dann weil die sich gedacht, mal. Weil die sich gedacht haben, hier so blöd ist keiner, der da zurückgeht und so gucken. Aber hier ist nichts. Toll. Das erste Mal, wo ich mir denke, da könnte was sein. Da ist nichts. Dann da. Nicht mal was Glitzerndes? Nee. Das ist eine Verarsche, ey. Was haben wir denn hier? Oh, untersuchen. Sie waren doch wohl nicht hinter diesen Blumen her, oder? Vielleicht ja. Doch. Mysteriös, mysteriös. Ein Fall für Galileo. Sehe ich das richtig, dass hier sonst nichts ist? Nichts, ja. Es ist einfach nur Krams. Na gut, dann gehen wir eben weiter. Aber hier gibt es Sachen zu lesen. Untersuchen. Sieht wie Wasserreiniger aus. Das Wasser ist wahrscheinlich für die Blumen gedacht. Ein Klemmbrett mit alten und neuen Dokumenten. Oh. Das Tagebuch des Bauleiters. Jetzt haben wir die Paya endlich aus diesen Ruinen vertrieben. Ich habe gehört, dass es nur um dieses Blumenfeld ging. Aber im Moment habe ich andere Sorgen. Dieser Bau ist der absolute Albtraum. In diesen Ruinen etwas zu bauen, ist eh schon so gut wie unmöglich. Und um überhaupt anfangen zu können, mussten wir die Grundwasserkanäle umleiten. Dadurch wurde das Blumenbeet, in Anführungszeichen, aber nicht mehr richtig bewässert und jetzt gehen die Blumen ein. Als Krönung des Ganzen sitzt mir der Forschungsleiter Brandon im Nacken. Er will die Anlage mindestens dreimal so groß wie ursprünglich geplant haben. Das wurde genehmigt und dann wurde der vorige Bauleiter Peter gefeuert. Keine Ahnung warum, vielleicht hat er sie falsch angeguckt oder so. Wenn die Pflanzen eingehen, blüht mir dasselbe. Der arme Pete, diese Wissenschaftstypen sind echt wie ein Schmerz im Allerwertesten. Ich hoffe, dass wir bald neue Wasser finden. Anscheinend gibt es Grundwasser in ungefähr 500 Meter Tiefe. Das ist ganz schön tief, also werden wir das neue Pumpensystem von Fabiano brauchen. Hoffentlich funktioniert das, aber wenn man bedenkt, wie bisher alles gelaufen ist, geht bestimmt irgendwas schief. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wann wir die neuen Pumpen bekommen werden. Selbst wenn alles glatt läuft, schaffen wir es nie im Leben, sie bis Ende des Jahres zu installieren. Wahrscheinlich müssen wir das Wasser mit eigenen Händen ranschaffen, damit die Blumen nicht eingehen. Sieht wohl so aus, als würde ich das letzte Weihnachtsfest der 60er in einer dunklen Höhle verbringen und Gärtner spielen, statt bei meiner Familie zu sein. Was für ein beschissenes Leben. Das folgende Schriftstück ist neuer. Das Tagebuch des Verwalters. Die Pumpen bewässern die Progenitorblumen. Ordnungsgemäß, sind aber sehr wartungsintensiv. Sie wurden vor über 30 Jahren von Umbrella installiert. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch funktionieren. Der Speichertank hält kaum noch dicht, die Pumpen müssen dringend ersetzt werden. Per Zufall habe ich das Tagebuch des Bauleiters von Umbrella gefunden. Er schreibt, dass die Pumpen von einer Firma namens Fabiano stammen. Ich glaube, in unserer Abteilung für die Entwicklung natürlicher Ressourcen benutzen wir auch Fabiano-Pumpen. Ich werde mit Mr. Irving sprechen, dem Vorarbeiter der Ölanlage. Vielleicht kann er uns neue Pumpen besorgen. Das war war's. Wieder der Erwin. Ja. Also war Umbrella schon in den 60er Jahren hier in dem Loch. Mhm. Na gut, davon liegt noch was. Das kannst du dann diesmal vorlesen. Ich wollte gerade sagen, das war ich hab mich Dokument schon gequält. Lesen.